So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und ich bin in The Exalt. Ein bisschen Musik lassen wir mal. Das ist nicht ganz hübsch, die Musik hier. Aber jetzt kann ich meine Kopfhörer wieder ganz aufziehen. Mir fliegen gerade immer die Ohren weg. Ja, komm, lassen wir mal. Doch, denkt so, ist okay. So, The Exalt ist in den Early Access gegangen und man hat, wie man hier unten sieht, eine gewisse Phase, in der man kostenlos reinspielen darf. Später wird das Spiel natürlich Geld kosten. Also es ist natürlich, aber es wird Geld kosten. The Exalt habe ich euch auch schon mal gezeigt. Eine frühe Alpha-Version, wo ich eben an so einem Alpha-Test-Wochenende mal teilnehmen durfte. Ich hatte leider an dem Wochenende nur sehr wenig Zeit, wieder einmal. Das ist halt immer, auf der einen Seite verstehe ich natürlich die Entwickler, Querstrich-Publisher, dass die ihre Closed-Beta- und Alpha-Phasen auf Wochenenden mittlerweile legen, weil sie dann oft sehr viel mehr Spiele erreichen können, dann mehr Zeit, die theoretisch dann mehr Zeit haben. Im Gegenzug ist aber natürlich so, viele Menschen, so auch ich, haben am Wochenende halt auch nur manchmal noch was anderes zu tun, als zu zocken. Und dann kommt sich das ins Gehege und dann läuft es halt oft so, dass diese freien Steam-Wochenenden oder eben die Closed-Beta- oder Alpha-Wochenenden bei mir irgendwie dann doch auf so 3 Stunden Sonntag, Spätabend irgendwie fallen. Macht aber nichts. So, ich hatte euch auf jeden Fall das mal kurz zeigen können. Viel hatte ich ja nicht sehen können, aber viel gab es meiner Meinung nach zu dem letzten Zeitpunkt auch noch nicht zu sehen. Man merkte sehr deutlich, das ist noch alles im Fluss, also in der frühen Bewegung des Spiels. Fand das trotzdem aber sehr schön, dass ich da schon reingucken konnte. Ich finde das natürlich immer toll für so ein Faktor Games Archiv, wenn ich ein Spiel möglichst lange begleiten kann, also möglichst früh in der Entwicklung schon reinschauen kann. Also Alphas, Betas, mehr so Early Access Phasen, die nichts anderes in meinen Augen sind wie Open Beta Phasen. Dann eben der frühe Release, dann nach einiger Zeit Update Fixes, wie sieht's dann aus, was hat sich getan. Manchmal natürlich auch traurigerweise nochmal reinschauen, bevor die Surfer runterfahren. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Wir haben mittlerweile eine Reihe von Spielen im Faktor Games Archiv, die es nicht mehr gibt. Waren reine Multiplayer-Spiele, die über Surfer liefen, und wie die Surfer runtergefahren wurden, war das Spiel halt nun mal weg. Deshalb mag ich persönlich ja immer Spiele, die einen Singleplayer haben. Wenn man die mal gekauft hat, dann hat man die halt einfach in seiner Steam-Bibliothek, dann kann man jederzeit weiterspielen. Bei reinen Multiplayer-Spielen, wenn man da Geld reingesteckt hat, dann ist das Geld halt einfach mal weg. Ja, dort hat man dann verbrannt. So, wie Exile ist, würde ich jetzt mal behaupten, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, auch ein reines Multiplayer-Spiel. Hoffen wir einfach mal, dass das Spiel so lange wie möglich laufen wird. Ja, idealerweise fast so lange wie, oder so lange auch gehandelt wie The Asheron's Call. Hieß das The? Oder hieß das nur Asheron's Call? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das lief ja immerhin glorreiche 17 Jahre. Das ist schon mal eine stattliche Zahl. Wir machen uns mal einen Charakter. Wir nennen ihn natürlich Mongo und Jakob. Und ich bin nett. This is a poor visual. Uh-huh. Ja. Ich bin trotzdem nett. Nee, ich schaue mir nicht meine Clan. Und zwar, wir starten jetzt einfach, bevor ich euch weil einen Keks ins Ohr drück. Bin mal gespannt, was sie jetzt optisch draus gemacht haben. Ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, mit der Unity-Engine gebastelt. Ist ja nun mal eine Engine, die sehr beliebt geworden ist, gerade bei kleineren Studios. Und die sitzen, soweit ich weiß, in Minga, ja, in München. Schön Gruß ja, vom Rhein. So. Ja, doch, daran erinnere ich mich. So ähnlich sah das auch schon in unserer letzten Version aus. Genau. So. Die Freunde der Nacht aus München, wenn ich mich nicht sehe, haben ja ein sehr anspruchsvolles Ziel. Sie möchten ja ein Multiplayer-PvP-Spiel machen, das eben ohne Grind auskommt. Wir grinden uns nicht des Todes, wie bei vielen von den Asia-MMO
RPGs, die auf PvP ausgelegt sind, wo man ja endlos Waschbären, Wölfe, Füchse, Kaninchen, andere plüschige Tiere totkloppt, bis man irgendwann das nötige Level hat, um im PvP halbwegs sinnvoll mitspielen zu können, sondern die wollen von Anfang an PvP haben. Man hat keine Klassen, der Charakter entwickelt sich also so, wie wir das wollen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt da unten. Ach, da unten macht irgendein russischer Kamerad, macht irgendwie Werbung für seinen Twitch-Kanal. Jo, aller Fort soll er machen. Was soll ich gerade sagen? Genau, aber permanentes PvP steht zumindest so in ihrer Absichtserklärung. Das heißt, wir können uns jederzeit und überall herumtreschen. Gleichzeitig soll es in Vollloot werden. Das heißt, wenn ich einen anderen Spieler blattklopp, kann ich sein Zeug looten. Man gründet offene Clans, also man gründet seine Clans, man arbeitet zusammen, man baut sich seine eigenen Siedlungen, Befestigungen, was auch immer auf. Man hat also eine sehr freie und offene Spielwelt, die die Spieler gestalten und generieren. Das hört sich, finde ich, immer sehr gut an. In der Praxis muss ich das Spiel dann aber noch beweisen. Wie ich es mir schon gedacht hatte, das Schild bringt einen Scheiß gegen Bogenbeschuss, also Pfeilbeschuss. Ja, gerade eben hat es ein bisschen geleckt auf dem Surfer. Gut, das Ding haben wir ordentlich ausgelootet.
So. To equip the new double click inventory new resources. Alles klar. So, und dafür brauchen wir halt den ganzen Krempel, den wir eben zusammenschleppen, um zu craften. Jetzt haben wir aber eigentlich alles, was wir brauchen, deshalb können wir uns das gerade mal sparen. Und wobei ich jetzt gern wissen würde. Oh, der Ping ist aber auch sensationell. Wo steht denn der Surfer in Timbuktu? Oder irgendwie in Australien? 200 Anrufe. Kein Wunder, dass das so ein bisschen geleckt hat beim Kämpfen. Ah ja. Also es gibt natürlich PvE, wie ihr seht. Ja. Gerade Zeugs zu looten, ja, sei es Crafting-Materialien oder eben Rezepte. Ja, das ist ein Workshop. Ich brauche ein Dojo. Ein Dojo ist normal eine Örtlichkeit, um etwas zu lernen. Traditionellerweise japanische Kampfsportarten. Aber hier lernen wir eben Rezepte und so Krempels. So. So, das haben wir jetzt erlernt. Das scheint eine. Nee, das ist nicht passiv, das müssen wir schon. Ich glaube, die nutzen sich ab. Werden wir gleich sehen. Liegt auf F. Ah ja, okay, für 30 Sekunden machen wir jetzt mehr Schaden. Okay, Private Stash, ja. Beziehungsweise für 30 Sekunden leechen wir. Ja. Wo ist denn da hin?
Die verschwinden aber ganz schön schnell. Gut, wir sollten uns jetzt vielleicht schon mal die nächste Zeit nicht unbedingt nochmal mit denen anlegen. Und lieber ein bisschen in Deckung bleiben. Obwohl, den haben wir schon angeschossen. Können wir uns ein bisschen heilen. Die haben gar nichts. Verarmtes Pack. Na, man, wir haben ein bisschen Exp gemacht. Ja. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ja. So. Es hat so ein bisschen was von dieser Cell-Shading-Grafik irgendwie. Ja. So ein bisschen. Boah, erinnert mich das gerade so ein bisschen. Ach, an Bloodsport TV. Daran erinnert mich das gerade von der Optik so ein bisschen. Also, wie gesagt, das Grundprinzip finde ich eigentlich wirklich ulkig. Oder interessant. Ulkig ist vielleicht das falsche Wort. Interessant. Ja, dieses komplett offene PvP, jederzeit und überall sich mit anderen Spielern trashen können. Kompletter Loot, das heißt, man verliert alles oder man gewinnt alles. Ich mache mir halt nur Sorgen, wie sich das im Endbetrieb auswirken wird, gerade für Spielanfänger. Ob die dann das doch so machen wollen, dass es gewisse Bereiche gibt, wo man ab bestimmten Levels nicht mehr reinkommt, beziehungsweise, ja genau, also da, so quasi wie so wachsendes Welt von Stufen, auf Stufen basiert, sodass es Bereiche gibt, in die halt einfach ein... Genau, ich kann euch was erzählen währenddessen, wo man einfach sagt, okay, Anfänger bis Level 5 oder so sind in dem Bereich und in dem Bereich drumherum, kann man bis Level 10 und so, und dass jemand, der Level 40 ist, also jetzt einfach mal so Zahlenraum geschmissen, da nicht rein kann in diese kleinen Bereiche, weil sonst läuft sowas ja immer auf Anfänger bashen und ausplündern raus, und dann kamen neue Spiele relativ schnell keinen Bock mehr auf das Spiel. Und wenn es ein reines Multiplayer-Spiel ist, das zu dem auch noch gekauft werden soll, haben die sowieso grundsätzlich schon mal das Problem, das kann man, ja, da braucht man kein Hellseher sein, da muss man im Kaffeesatz rumwühlen, die haben dann einfach ein Spielerproblem. Ich habe jetzt für das Factor Games Archiv so viele Spiele angeschaut. Es haben ja schon Free-to-Play-Spiele teils erhebliche Probleme, Spieler zu binden in größerer Zahl oder akzeptabler Zahl. Ja. Hier reden wir von einem gekauften, ein Spiel, das eben wir reden hier ja von einem Spiel, das gekauft werden muss. Und solche Spiele habe ich auch schon eine ganze Reihe angeschaut. Da waren richtig tolle Spiele dabei. Da war aber kein Schwein. Also, ja, mal ganz klipp und klar gesagt, wir reden hier von AAA-Titeln teilweise, ja, diesem, wie heißt der nochmal, dem Borderlands-Abkömmling, habe ich mir verdrängt, oder hier das mit dem Ponchos, tolles Spiel, kein Mensch da. Also, ich mache mir da halt so ein bisschen Sorgen, wenn ein Spiel, das auf einem generell extrem hart umkämpften Markt, wie Multiplayer spielen, das Spiel hat ja keinen Singleplayer. Das ist nun mal was ganz anderes. Wenn ein Spiel Singleplayer hat, Multiplayer ist ein Zusatz, Bonus, wie auch immer, wie man es sehen will. Wenn es einen Singleplayer-Modus hat, lockt es immer noch deutlich mehr Spiele an, weil es einfach einen gewissen Mehrwert dann hat. Und auch eben diese, in Anführungszeichen, die Garantie, wenn das Spiel vielleicht doch irgendwann mal die Server runterfährt, warum auch immer, ist auch egal, dann verliere ich nicht das komplette Spiel, sondern ich habe das Spiel weiterhin. Aber ein reines Multiplayer-Spiel auf diesem Markt, das gekauft werden muss, muss schauen, dass es neue Spieler
hätschelt und lieb hat, ja, und ihn Scheiße schenkt bis Anschlag, auf gut Deutsch gesagt. Das sehen wir in den diversen MMORPGs, wo man als neuer Spieler am Anfang überschüttet wird mit Geschenken und hast du nicht gesehen. Oder diesen seltsamen Anführungszeichen Aufbaustrategie-Spielen, wo man halt diesen Basenbau betreibt und dann doch irgendwann läuft das doch auf Nachbar-PvP-Looten heraus. Am Anfang baut man da hübsch, keine Ahnung, Burgen, Sternbasen, whatever. Da kriegt man am Anfang auch jeden Mist nachgeschmissen. Einfach damit die Spieler am Anfang so ein bisschen angefixt werden. So, ach, das Spiel ist aber schön, das ist aber einfach, hohoho. Hier bleibe ich ein bisschen, bis sie das erste Mal mit der groben Kelle aufs Maul bekommen. Spätestens dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber bis dahin muss man halt möglichst viele Spieler schon mal bei der Stange halten. Und wenn man in ein Spiel reinkommt, wo man als Newcomer direkt aufs Maul kriegt. Ja, also ich hoffe, dass sie sich dazu Gedanken machen. Und mit dem Vollloot theoretisch gute Idee, praktisch abzuwarten, was an Ausrüstung hier sein wird. Wenn das eh auf selbstgebasteltes Zeug hinausläuft in erster Linie, dann, jo, à la fort, kann man sich jetzt halt neu basteln. Wenn hier aber in dem Spiel besondere Krempel geben wird, irgendwelche, wo man nur von bestimmten PvE-Monstern weiß, der geil, wie looten kann und so, und das verliert man dann, da kann ich mir den ein oder anderen Rage-Quit-Bild nicht vorstellen. Letztlich muss man halt mal ehrlich sagen, die meisten, also Videospiele, ja, wir Gamer, sind auch nur Menschen. Und meiner Erfahrung nach sind die meisten Menschen als Menschen verkleidete Arschkekse gefüllt mit Neid, Eifersucht, Boshaftigkeit und Grausamkeit. Was leicht gemildert wird durch Erziehung, Zivilisation und gewisse ethische Grundlagen, die man irgendwann vermittelt bekommt. Es führt im Allgemeinen, denke ich, ist auch in einem Computerspiel einfach das, wir haben früher oder später jede Menge Cheater in einem reinen Multiplayer-Spiel, wir haben jede Menge Leute, die andere Spieler ausnehmen wollen, und wir haben jede Menge Leute, die sich einfach total lustig dran finden, kleinere Spieler platt zu walzen. Weil sie, keine Ahnung, einen grausamen Vater haben oder einen Lehrer oder einen Arbeitgeber oder eine Ehefrau oder Ehemann, was auch immer. Und sie müssen es an irgendjemand weitergeben. Ja, in der Psychologie nennt man das den Tag der toten Ratte oder Tag des toten Hamsters, je nachdem, welches Haustier man hat. Das ist dieses einfache Bild, das eben besagt, Mann kommt von Arbeit heim, ist genervt, geladen, Chef war scheiße zu ihm, warum auch immer. Der Mann kackt erstmal die Frau an, die nicht weiß genau, warum sie gerade angekackt wurde, ist jetzt aber auch geladen, kackt das Kind an, das nicht weiß, warum es jetzt angekackt wurde, ist jetzt aber auch geladen, tritt den Hund, der Hund weiß nicht, warum er getreten wurde und beißt den Hamster tot. So, das ist der Tag des toten Hamsters, was aber nichts anderes bedeutet, wie Aggressionen oder schlechte Emotionen werden immer weitergereicht. Und in der Bundeswehr haben wir immer gesagt, Scheiße fällt von oben nach unten. Das ist die Gravitation der Macht. Und letztlich, ich hoffe einfach, dass die bei aller Gutmütigkeit und Ideenfreudigkeit gewisse Sicherungsmechanismen hier einfach einbauen. Ich würde jetzt aber sagen, wir setzen mal einen kurzen Cut und ich komme gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.